Ich bin mir ganz sicher, als nächstes sind wir in Mordgirod. Auch wenn der 2001er Kalender etwas länger her ist, bin ich mir sicher, aber erst einmal hallo allerseits. Ja. Und willkommen zurück bei Gorbri 4. Wir tanken die harten Trockenreifen und ziehen die 15 Runden auf die Radaufhängung. Wir fährten da vor uns raus, absolute Frechheit. Sind wir bald mal fertig? Fertig. Okay. Wie das Rot später reinkommt. Ajib? Kann ich jemand, das richtig ausspricht? Ich finde es einfach so verdammt cool. Beziehungsweise lustig. Und deswegen finde ich es cool. Ajib. Klingt wie ein Vogel. Wie so ein Pipe-Metzel. Ajib. Jeep, Jeep, Jeep. Ajib. Nee, niemals. Mein Verfolger, ein BMW Williams. Bin mal gespannt, ob ich mich an meiner Lieblingsstelle wegdrehen werde. Der Hintermann nervt, der nervt. Eigentlich sind wir der nerven sollte. Ja, der Ungaro-Ring, der ist auf jeden Fall anspruchsvoll. Mit einem richtig guten Qualifying oder einem. Ja, mit einem guten Qualifying, mit einem für uns angemessenen Qualifying und zwei ersten guten Kurven. Ich meine, die können wir ja ganz gut. Könnten wir uns vielleicht wieder auf die 6 oder so mogeln und dann einfach niemanden mehr vorbeilassen. Einfach niemanden mehr vorbeilassen. Es ist so einfach gesagt, wie eben leider nicht so einfach gemacht. Aus der letzten Kurve besser raus. Und dann bleibt ja im Grunde nur das Bergaufstück, aber da sind wir ja mit Ausgang aus Kurve 2 und im Grunde auch aus Kurve 3 ja ganz gut bestellt, dann kann die Konkurrenz eigentlich gar nichts machen. Höchstens vor der, ja, noch alten Schikane. Wobei das Stück da nicht lang ist. Klingt erstmal ziemlich einfach, dieses Rennwochenende. Guter Startplatz und dann die ersten beiden oder die ersten drei Kurven gut ablegen. Hier meine ich das Stück, das ist ja noch kürzer als in der aktuellen Fassung vom Ungaro-Ring. Das Problem ist, ich habe halt solche Momente, wo ich halt zum Beispiel hier in den Dreck fahre. Und wenn ich das mache und die Verfolger sind dran, dann sind sie vorbei. Dann sind das ehemalige Verfolger. Wie cool die Tribünen einfach aussehen. Wenn die so leer sind. Und jetzt? Das kann man im Rennen ja machen, wenn es danach weitergeht und man keinen Platz verliert, oder? Das kann man machen. Natürlich hat das angeguckt. Keine Frage. Ach, toll. Eine Dreiviertelsekunde hat es gekostet. Das können wir doch immer machen. Dafür sieht es halt schön aus. Zu schnell rein. Alles wieder in Ordnung. Was ist eigentlich für eine graue Wand unter den Fans, die da einfach mal in der Luft hocken, weil dir der Hügel fehlt.
Oh nee, nicht schon wieder. Mann, ey. Dieser Zuckerbaum da, auf den wir gerade zusteuern, der ist ja schlimm. Ah, nicht nochmal. Nur jede zweite Runde, damit es nicht langweilig wird. Sechs. Ah, die Zwischenzeit ist wieder blöd. In einem blöden Messpunkt. Halbe Sekunde Vorlauf. Da, naja, gucke ich in Zukunft nicht mehr drauf. Ich meine, da kommt eine wichtige Kurve, die habe ich eher zu fokussieren als die Zwischenzeit. Wenn ich die Zwischenzeit sehe, weiß ich entweder nur, dass ich gut oder schlecht bin und das bringt mir auch nichts mehr, denn ändern kann ich es nicht mehr. Besser machen kann ich es nicht mehr, egal ob gut oder schlecht. Die Zwischenzeit hier ist auch etwas ungelegen. Dieser Messpunkt. Das wird auf jeden Fall unter 1,20. Sowas von. Stück zu früh gebremst, aber 4 Zehntel Vorsprung. Allerdings war das zu spät bremsen nach dem Messpunkt. Rutschi rutsch. Oh, Vorsprung eingebüßt, ist aber nicht so cool. Drei wird nicht unter, doch Boden, aber es hätte besser sein können. Da kommt ein Auto mit Unterbodenfeuer aus der Box. War zu früh nach rechts gelenkt, da muss ich auf den Gas gehen. Wir kommen rein, wir schnappen uns die weichen Reifen. Wie hoch der Rennstein hier rechts ist. Ja, aber das ist alles andere als, ich sag mal, unbekannt, weil ungewöhnlich, für die Zeit schon wieder eher, aber vor guten 20 Jahren waren die Rennsteine in etwa alle so recht schmal und schweinehoch. Da hat man zugesehen, die überhaupt nicht mitzunehmen. Fand ich auch nicht gut. Ich meine, ich mag ja diese Wurstrandsteine, die hinter den normalen Randsteinen liegen. Die mag ich ja aktuell auch nicht, weil die einfach das Auto beschädigen. Ja, jetzt könnte man sagen, dann fahr doch nicht dahin, aber bin ja sowieso ein Freund von Kiesbetten. Ja, die können das Auto auch beschädigen, den Unterboden vom Auto. Aber bei weitem nicht so schlimm wie so ein Wurstrandstein, dass dann die Aufhängung bricht. Quert hat es ja in Spielberg, 2015,
15 oder 16 gezeigt. Und auch schon ein paar andere Fahrer, wie das aussehen kann, wenn man über die Wurstrandsteine zu heftig fährt, dann geht das Auto kaputt und fliegt ab. Ist ja auch ein gewissermaßen Sicherheitsrisiko. Wenn man doch immer sagt, oh, 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 die Formel 1, die muss sicherer werden. Und dann Wurstrandsteine verbauen. Toller Widerspruch. Aber naja. Das Rennwochenende in Spa 2022 hat gezeigt, wie die Fahrer einfach ganz anders fahren. Moment. Hör dich. Gut. Wenn Sie wissen, dass direkt neben der Strecke Kiesbett ist. Spa, Cover 1, La Source, da ist mittlerweile Kiesbett direkt neben der Strecke. Nicht hier noch 3, 4, 5, 6 Meter Asphaltstreifen und dann Kiesbett, nein. Direkt Kiesbett. Und was sieht man da? Es fährt praktisch keine Sau mehr auf dieser Nichtstrecke. Weil da halt einfach Kies ist. Dann hat man ja an anderen Stellen noch Kiesbetten hinzugefügt, aber eben mit diesem beknackten 7, 8, wenn immer mehr Meter Asphalt-Parkplatz-Kram. Und dann erst Randsteine. Randsteine, Entschuldigung. Und dann erst Kiesbetten. Warum hat man das nicht konsequent mit durchgezogen? Das ist so schade. Jetzt könnte man sagen, Kurve 1, die ist nicht schnell. Wenn die doch mal nach außen kommen, dann geht das Rennen für die halt weiter, weil die den Wagen eher fangen können. Aber Fehler sollten bestraft werden, sofort. Naja, ist ja auch eine alte Leier und in Spa hat man leider auch überwiegend nur halbherzig agiert mit Kiesbetten. Ja, besser als gar nicht, aber am Ende doch enttäuschend. Weil es eben nur so ein Mittelding aus Fisch und Fleisch ist. Wir sollten mal zusehen, dass wir unter 24 Sekunden in Sektor 1 kommen mit den Weichenreifen. Ist das vielleicht möglich? Fallen ist wieder kein Problem, damit sollte die 24 zu knacken sein. Jawohl, 23,9. Ein Stück zu schnell rein. Und gleich ein Stück langsamer, eine Viertelsekunde. Zu schnell, zu schnell, zu schnell. Oh, das war knapp. Hat das eine bessere Bestzeit? Nee, überhaupt nicht. Langsamer. Und zwei draußen. Scheiße. Und wieder ein Hauch zu schnell. Mann. Schneller. Zwei wird unterboten, aber sowas von dann doch. Sehr schön. Geht aber noch mehr.
Aber es war sehr ähnlich zu zuvor. Angucken natürlich. Ich glaube, ich finde eine neue Lieblingsdrehstelle. Ich meine, da waren sie auch schon einige Male gedreht, aber... Na, die ist schon ziemlich cool. Oh, diesmal ein Jahrzehnt langsamer als beim letzten Dreh. Ist aber nicht gut. Zu lange im zweiten Gang geblieben. Nächster Versuch. 1.555. Nase. Über 24 Sekunden ist aber nicht gut. Zwar gerade auf Bestzeitkurs, aber da sollte schon am Ende eine 23 irgendwas stehen. Kriegt man bestimmt spätestens im Qualifying mit dem echten Auto hin. Uiuiui. War nicht mal ansatzweise heute bei meiner ehemaligen Lieblingsdrehkurve gedreht. Keine Bestzeit. Siehst du, habe ich doch gesagt. Deutlich schneller, sehr schön. Dürfte ich das doch auch mal nach Hause bringen, oder? Wäre schon schön. Ja, Vorsprung verloren. Komm schon, komm schon, komm schon. Nein! Oh Mann! Was mich jetzt mal interessiert, war das Abkürzen hier? Ich glaube nicht. Ich hoffe nicht. Oh, das war aber knapp. Na, schon berührt, ne? Ja, wenn man es ganz streng nimmt, war das Abkürzen. Weil zwei Räder müssen komplett auf der Strecke sein. Komplett und zu diesem Zeitpunkt sind die Linken natürlich nicht auf der Strecke und das Rad hinten rechts ist ganz leicht auch etwas auf dem weißen Streifen. Dann kommen wir mal rein. Spätestens im Qualifying gibt es da eine 23er in Sektor 1 bei unserer Bestzeit. Aktuell sind wir 15. Das ist aber gar nicht gut.
wohl Kurve 1 nicht gut genommen, Bestzeitkurs, aber keine 23er. Wieder zu spät in den ersten Gang gekommen. Das hat jetzt aber gepasst, oder? Muss, soll ich das sagen? Bei hinten rechts könnte wieder eng werden. Nö, diesmal hat's genau gepasst, sehr schön. Genau, aber ja, wirklich genau. Hat genau gepasst, also vorne rechts ist gar kein Problem, hinten rechts komme ich eher auf die Linie. Ich mir das nochmal kurz von innen an, damit ich ein Gefühl für bekomme, wie es sein muss, wenn es richtig sein soll. Okay. Ich will auf den Randständer fahren. Oh Mann! Vorsicht, da komme ich ja raus. Vorsicht, ich muss stehen bleiben, ja? Ja, das macht er sogar sehr gut. Auf einmal wird es bei der Tribüne dunkler. BRR, unser Nachbarn. Punktemäßig nicht mehr so ganz, wie ich mir das vorstelle. Aktuell sogar nur Platz 16. Ich hoffe mal, im Qualifying wird das nicht Platz 16 oder schlechter werden. Eher besser, aber da heißt es einfach mal abwarten. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.